Ja, hallo zum Update 5 Stream. Und ich habe hier gerade festgestellt, irgendwie sind meine Ölpumpen verschwunden, die ich letzte Folge gesetzt habe. Wir müssen jetzt erstmal zum Hub. Erstmal muss ich diese Kackfeuerviecher überfahren. Ich mach das anders. Ich gehe jetzt her. Läuft denn die Energieversorgung noch? Ja, die sieht ganz gut aus. Was habe ich denn so gut? Nix ausgerüstet hier, sag mal. Irgendwie letztes Mal nicht richtig gespeichert. Wurde letztes Mal nicht richtig gespeichert oder was ist hier los? Was meinst du? Weil ich habe plötzlich nur noch wenig im Inventar. Und da liegt eine Kiste von mir, wie es aussieht. Ich hatte ja eigentlich letztes Mal alles geholt und habe hier noch Ölpumpen gesetzt. Also bei mir sieht das Inventar halbwegs richtig aus. Bei mir nicht. So, erstmal take all in. Dann legen wir mal Zeug ab. Ja, heute übrigens auch zu einem besonderen Stream, weil, soweit ich das gesehen habe, ist ja heute das einjährige Jubiläum des Let's Plays. Stimmt. So, der Jäger ist wieder unterwegs. Wir treffen uns dann beim Hub. Ja, das können wir natürlich tun. Vorausgesetzt, ich finde das Hub jetzt von hier aus. Einfach den Stromlinien folgen. Und das Auto kann ich eigentlich auch weglassen, das bringe ich mal zurück. Sieht aber irgendwie schöner aus. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Grafikeinstellungen optimiert habe. Ich habe ja auch eine neue Grafikkarte. Sieht es in der Tat schön aus. Ich weiß aber nicht, ob das vorher schon so war. Kann aber sein, dass wieder was geändert haben. Ich habe auch eine bessere Grafikkarte, da weiß ich nicht, bin ich sicher. Was zur Hölle bin ich hier eigentlich? Da geht es zum Hauptbahnhof. Irgendwo. Ah, die Bäume sind neu. Das kann sein, die haben noch was an der Landschaft geändert. Sie sind neue Bäume. Die sehen aber cool aus. Sieht aber nicht mehr so alienhaft aus. Ja. Ich glaube, ich bin hier stuck mit meinem Fahrzeug. Ja, ich habe es gleich geschafft. Es war natürlich schwer, das Fahrzeug abzubauen, in dem noch Sachen drin lagen. So. Hier heißt es jetzt Mückenschießübung.
Haben wir das? Wir sollten das Hub Position vom Hub verändern. Fliegt denn diese Mücke da lang? Da liegt eine Snigge, aber eine Snigge, da habe ich gerade keinen Platz für. Ich habe ja generell keinen Platz, weil hier noch die eine Kiste liegt von dem Fahrzeug. Also fliege ich gerade in die richtige Richtung überhaupt oder? Was ist denn dort? Ich glaube, ich bin hier genau in die falsche Richtung unterwegs. Ja, das können wir hier mal zeigen. Es gibt hier jetzt das Farbmenü, ne? Können wir hier Dinge einfärben auf lustige Art und Weise. Können wir hier zum Beispiel den machen. Ich transportiere gleich mal das Hub. Das Hub transportierst du? Ja, und dazu stelle ich jetzt... eine Snigger direkt neben der Stromleitung und ich kann sie nicht einsammeln, weil ich keinen Platz habe. Weil das Hub noch nicht hertransportiert ist. Ich glaube, ich muss doch noch mal ein Fahrzeug gerade hinsetzen, damit wir hier damit ich Zeug ablagern kann. Nein, ich wollte da nicht einsteigen, ich wollte den eigentlich nur beladen. Mit allem möglichen Scheiß. Mit Plastik zum Beispiel. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt mit mir rumschleppen die ganze Zeit. Ich nehme auch mal so ein Bacon mit. Dann kann ich mir nämlich was... dann mache ich mal was zu fressen. Hier werden Mücken abgeknallt. So. Weil das Update 5 war jetzt, soweit ich weiß, nur ein Quality of Life Update, oder? Es kann sein. Weil ich habe jetzt nichts von euren Sachen mitbekommen, die reingekommen sind. Naja, hat so ein paar Deko-Sachen, aber ansonsten... So, hier machen wir mal so ein paar Gummidinger rein und hier diese drei Hovercraft, die ich im Inventar mit mir rumschleppe, die können da auch mal rein. Was? Ich weiß nicht mal, warum ich so viel im Inventar habe. Das könnte der Grund sein. Ja, diese ganzen Special. Mach eine Hovercraft-Kiste am besten. Ja, das wird langsam nötig. Ich nehme aber erstmal die Snigger da hinten.
sich gerade vor meinen Augen in Luft aufgelöst hat. Immer diese Fake-Schnecken, die hier überall rumliegen. Ist die da oben denn wenigstens echt? Oder ist das auch wieder so eine Fake-Schnecke? Fuck. Die scheint zumindest echt zu sein. Hä? Was, hä? Nee, das ist das Lager, das ist mein Inventar. Du wirst doch wohl wissen, was dein Inventar ist. Ja, ich bin zu langsam. Strahlenanzüge, das ist das, was ist das? So, hier ein Bacon, der in der Luft fliegt, man kennt es ja. Sag mal, wollen wir jetzt eigentlich eine zentrale Basis bauen oder eine Basis, die sich über die ganze Map erstreckt? Naja, also wenn wir immer wieder zur zentralen Basis hinrennen müssen, ist das ja auch nicht so sinnvoll. Also machen wir lieber eine Cycle Base. Ja. Was ich vorgeschlagen hatte, also dass alle Fließbänder am Ende im Kreis führen. Um die ganze Map herum. Wenn du meinst. Ja. Jetzt in der Mitte eigentlich nur den Item Storage, den wir da gerade haben. Oh. Hab trainiert gerade. Das ist doch schön. Wo geht's denn eigentlich zur Wüste? Von hier aus, wo ich bin. Mach ich den Truck mal dahin? Ah. Die Karte ist auf M. Endlich, die war immer auf Z. Ja, was auch null Sinn macht. Und trotzdem würde ich sagen, dass wir den Hub hier in der Mitte der Map platzieren. Den Hub. Wo ist ein Awesome Shredder? Awesome Shredder? Ja. Heißt der so? Jetzt heißt er so. Ich habe eventuell mein Auto umgekippt. Ja und? Kann man das wieder aufrichten oder muss man es abreißen? Du kannst da, glaube ich, dran gehen und E drücken, dann wird es aufgestellt so. Oder was. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Das ist ja praktisch. So.
Ja, jetzt habe ich hier eine neue Base-Tour. Kann ich das alles mal reintun? So, da habe ich zumindest mal wieder zur Wüste geschafft. Ich muss mal gucken. Dass man vielleicht sagt, wir richten mal so ein Truck-Taxi ein. Das was automatisch hin und her fährt. Ja. Ja, mach das mal, das fände ich interessant. Das heißt, dafür brauche ich eine Truckstation, glaube ich, oder? Brauche ich die? Wie betankt man denn einen Truck automatisch eigentlich? Oder vielleicht machen wir keinen Truck, sondern einen Drohnenport. Können Drohnen auch Spieler mitnehmen, weißt du was? Ja. Aber das willst du nicht. Nicht? Nee, weil an irgendeinem Punkt wirst du einfach runtergeschmissen. Oh. Einfach so. Okay, dann machen wir eine Truckstation. Die baue ich mal hier in der Wüste auf. Keine Ahnung, muss nicht schön sein. Das heißt aber auch, dass ich jetzt zunächst die, dass ich jetzt die Feuerbänder in die Wüste dann auch transportiere. Wie viele Itemarten gibt es ja das Factory? Keine Ahnung. Auch eine ganz schöne Menge. Aber, wir können nur noch die eine Sache, die wir auch davor nicht freigeschaltet hatten, freischalten. Also, so viel ist es nicht. Ja. Mama. Vehicle Station Data. Ja, hier wird er wieder aufgeladen, der Daxi. Können da irgendwie Ressourcen eingeladen werden? Keine Ahnung. Wenn man das will. Wenn ich jetzt mal den Truck nehme. Kann man einen Truck benennen? Vehicle. Sieht aber nicht danach aus. Ja, wenn man denn mal gescheit fahren könnte, dann wäre das wahrscheinlich auch leichter. Ja, ich sehe es doch kommen. Ich speichere den Autopilot und der Truck. Okay, ich glaube, ich muss das Ganze mal nochmal umsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Ich sehe es schon kommen. Ich mache den Autopilot für den Truck und der gurkt dann einfach rum, als würde da einer irgendwie nach mit 20 Jägermeistern Intus den fahren. Meint ja. Oh, Bombs. Die haben gesagt, die haben die KI verbessert, die das steuert. Letztens. Bei diesem Update. Du musst dir beim Baumodus musst du darauf achten. Du kannst jetzt mit Zoop und Vertical besser bauen. Was ist. Wie macht man den nochmal? Mit R kannst du die Baumodis verändern. Dann mache ich hier mal Zoop. Und dann teste mal mit den beiden rum. Du musst einmal klicken und dann die Maus, den Maus bewegen. Mhm. Und dann siehst du, dass da anders ist. Und das war das,
Nein. Es gibt zwei Features, die ich haben will. Das war das eine, das andere sind eigentlich Blueprints. So, dann machen wir hier einfach mal so eine Truck-Plattform. Was ja, Player ist in the way. Ich bin noch nicht. Ich stehe mir selbst im Weg. Es gibt doch auch Eckschrägen, ne? Genau. Oh! Ist denn das für eine Rampe? 4 Meter. Mach hier nochmal die Eckschrägen. Ich brauch mal den Awesome Shop. Den Awesome Shop brauchst du? Das war genau, was ich machen wollte. Oh, ich bin so unorganisiert gerade. Ja, man kennt es doch. Transportation, der Truck Station. Also, Awesome Shop. Ah, hier. Ich brauche ganz dringend Coupons. Coupons brauchst du. Wo haben wir? Jetzt habe ich 69 Coupons. Ich muss gerade eher wieder ins Spiel reinfinden, ganz ehrlich. Das ist ein Must-Have. Das ist ein Must-Have. Wie krieg ich denn den Truck jetzt an die Station angedockt? Das ist ein Must-Have. Alles nicht so must-have. Das ist must-have. Das ist must-have. Dieses Fenster, drücke F, um den an die Station anzuschießen, ist so kurz nur da. Ja, das muss ziemlich genau sein. Es funktioniert nicht. Mich aufregen, bitte. Keine Ahnung, versuch du das dann mal. Ich krieg das nicht hin. Ja. Oh, es gibt... Okay. Es gibt verschiedene Muster, damit musst du dich auseinandersetzen. Huch. Was hat denn der da jetzt in den Truck eingeladen? Guck mal, ich habe die Schilder gekauft. Schilder? Guck mal ins Baumenü, wir haben jetzt die Schilder freigeschaltet. Ja, Baumenü, Architecture ist das? Oder wo ist das? Organization vielleicht? Ja. Schilder. Da brauchen wir nicht mehr den Schildermod dafür. Ja, das wann wir irgendwann mal mit Mods spielen, das ist ja auch noch so eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben. Nein, glaube ich nicht. Nicht? Oh shit. Scheiße, falsches Rohr. Falsches Rohr? Boah, ey, du wirst ja so hart geballert.
Was? Ich brauche Crystal Oscillator und Encased Industrial Beam dafür. Ich will doch nur mein fettes Las Vegas-Schild hier aufstellen. Was brauchst du? Crystal Oscillator brauche ich. Haben wir die überhaupt Autocrafting schon irgendwo? Ja. Oh, why? Oh Gott. Haben wir nicht. Ich weiß es nicht. Sonst bauen wir die einfach oben mal kurz hinter die... Kümmer du dich darum mal. Ich mit dem Autocrafting, das ist nicht so meins. Ich bin nur der für Scheiße machen. Das ist mehr so meine Spezialität. In einem Spiel, was ums Autocrafting geht. Ich bin nicht so der Autocrafter. Ja, ich bin nur der Blödsinn macht die ganze Zeit. Ich weiß, und dich die ganze Zeit über das Spiel aufregst. Hier, jetzt, wo wir schon dabei sind, ich kann noch mal, da brauche ich aber noch mal die Industrial Beams, aber die habe ich ja hier im Laster, habe ich die reingepackt. Ich habe auch eine Yellow Power Slug im Inventar. Ja, wandel die mal um. Dann geh ich vielleicht gleich mal her und, Ich sollte, apropos, wenn du es jetzt gerade erwähnst, ich sollte auch mal meine umcraften. Meine Yellow Power Slug. Da kann ich doch einfach hier hinten an dem am Truck kann ich das doch gerade machen. Das ist ja praktischerweise da gleich integriert. So, und ich kann auch noch hier aus einer blauen Power Slug kann ich auch noch was machen. Moment, seit wann gibt es eigentlich blaue Power Slugs? Es gab doch grün, lila und gelb, oder? Haben die umgefärbt? Purple Power Slug, Yellow Power Slug und Blue Power. Warum gibt's keine grünen mehr? Moment, ich will sortieren, das geht so nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich dabei habe. Die grünen Power Slugs scheint es nicht mehr zu geben. Es gibt jetzt nur noch blaue. Da hat wohl jemand eine Grün-Gelb-Schwäche gehabt und wollte das behoben haben. Eine Grün-Gelb-Schwäche? Keine Ahnung. Ich glaube, Grün-Gelb-Schwäche ist auch etwas, was es so in der Form, glaube ich, nicht gibt. Es gibt nur Rot-Grün-Schwäche. Aber da es ja keine Gelb-Farbrezeptoren im Auge gibt. Ich? Nein, eher nicht. Wieso? Das heißt, ich glaube, ich habe irgendwie gehört, es soll manche Menschen geben, die haben sogar. So als viertes dann irgendwie gelb noch drin. Ist das dann wirklich gelb oder gelb ist ja eigentlich keine Grundfarbe? Ja, in dem Sinne, sie haben gelb noch zusätzlich als Grundfarbe. Können die dann auch sehen, die haben da quasi so eine vierte Art Sicht da drin. Die Grundfarben sind ja nur deshalb Grundfarben, weil du sie mit dem Auge so sehen kannst. Nur safe in 5 Sekunden. Mhm. Wenn aber du jetzt dich mit einem Alien unterhalten würdest, dann würdest du ja sagen, hä, was soll da Grundfarbe sein? Das kenne ich nicht. Ich habe nur Infrarot, Ultraviolett und Gelb. Keine Ahnung. Andere Farben sehe ich nicht. Also die mischt mein Auge nur. Ja, klar. Aber die würden dann ja auch Sachen, die für uns grau aussehen, wären für die ja bunt in anderen Farben, Farben, die wir nicht sehen. Ja, es wäre natürlich interessant, wenn du so einen Alien triffst und dann sagt dir hier, sag mal, was laberst denn da? Ich sehe das aber völlig anders. Mal sehen, wenn ich jetzt hier mal testweise den Treibstoff da rausnehme und dann hier in die Station reinlege. Befüllt er den dann? Hey, sieht irgendwie nicht danach aus. Hat er den denn überhaupt erkannt? Wieso heißt die hier nur Docking Station? Das hier soll Wüsten Station sein. Ja, keine Ahnung. Mir reicht das jetzt. Ich mach das anders. So, Crystal Oscillator haben wir die hier. Das ist jetzt beladen.
Ich gehe jedenfalls nochmal zu der Ölquelle. Das heißt, wo ist denn die Ölquelle überhaupt? Das weiß ich schon nicht mehr. Ich brauche mal einen ebenen Platz, um mich zu parken. Wo ich nicht mehr absoluten Halteverbot stehe. Denn wir sind hier bekanntlich im Planet Deutschland. Da gibt es ja überall Halteverbote. Ja, wir gucken mal nach Crude Oil. Nein, ich wollte nicht nochmal nach was suchen. Ach komm, Nitrogengas guckt man natürlich auch mal nach. Das ist richtig ausgesprochen eindeutig. Was haben wir denn in der Richtung? Haben wir da Jas oder haben wir da... Also jetzt sucht er nicht mehr nach dem Öl, ne? Ja doch, da hat er nach dem Öl gesucht. Ist in der Ölquelle, die ich da eben gefunden habe. Da haben wir 1000 und ein bisschen was. Dann wollen wir da nochmal Ölquellen erschließen. Geht ja nicht, dass wir in der Wüste sind und kein Öl haben. So, wie stellt man jetzt Crystal Oscillator her, ich glaube? Ja, das, da brauchst du mich nicht fragen. Ich kann dir das im Zweifel weniger sagen als du selber. Ich fahre hier irgendwelche Rallyes wieder und scheitere dabei komplett. Und überschlage mich dabei noch irgendwie 10-mal. Crystal. Hä? Hast du auf Deutsch das Spiel? Ja. Ja, dann weiß ich nicht, wie die heißen. Dem Spiel noch so fehlt, ist so wie in Minecraft, quasi, dass man F3 H war das doch, glaube ich, drückt und sich dann quasi den Ingame-Namen davon anzeigen lässt. Das war's. Alter! Das ist einfach ein Dreierrezept. Das kann sein. Dann brauche ich ja noch einen Motor. Was haben wir da hier Schönes? Nicht Rotor, Motor. Da haben wir wieder einen Alpha-Feuerteufel. Das ist natürlich ganz toll. Ah, der erwischt mich auch noch mit dem Scheiß. Alter, wie trifft der mich so instant? Der spuckt und dann hat er mich gleich schon getroffen. Au! Oder ist der das überhaupt oder ist das hier der Boden? Ach ne, da ist noch ein kleiner. Hilfe! Ah! Okay, ich bewege mich mal hier weg. Hier gefällt es mir nämlich nicht. Da sind zwar irgendwelche Schätze oder sowas zu finden, aber
Alter, jetzt bin ich langsam wirklich durcheinander. Ich überschlage mich erstmal an einer, wie heißt das Ding, einer Mercer Sphere. Warzkabel. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Was? Die Stimme sagt mir gerade, ich bin krank geworden und der einzige Heilung sind außerirdische Artefakte. Jetzt dreht's aber wirklich durch. Sag so, wo, was hast du, ne? Ich habe eine Mercer Sphere in der Nähe gehabt und da sagt die plötzlich, ja, ich bin krank und du musst das sammeln, damit ich gesund werden kann, weil das ist eine Heilung. Also das ist mir als Nachricht bisher neu. Ich habe die nie gehört. Sagt die Stimme gesagt, oder? Ja. Ich hab's ja auf Stream. Zusammen, das habe ich noch nicht gehört, dass das passieren kann. Aber... Gut. Ich meine, vielleicht bist du ja krank, geistig. Nee, die Stimme meint, sie wäre krank. Nicht ich. So, ich muss erstmal ein bisschen Bacon fressen. Weil ich da doch ziemlich mitgenommen wurde von den irgendwie drei Feuerteufeln, die da um dieses abgestürzte Raumschiff rum waren. Ja, easy. Easy, du hast doch bitte platt gemacht. Ja, ich und locker platt machen. Ach so, hier haben wir gleich das Öl. Hier wollte ich ja auch hin. So, dann sagen wir mal Produktion. Dann sagen wir hier Refinery. Ja, was? Hier haben wir doch Öl. Setz das Ding mal drauf. So wieder, dass wir nichts nicht raffinieren. Und ich brauche Kabel. Haben die was an der. Haben die was am Ölproduktion-Ding geändert? Weil dann könnte es sein, dass alle unsere Ölquellen abgerissen sind. Was müsstest du wissen? Jetzt muss ich schon wieder das ganze Spiel auswendig studiert haben. Öl ist deine Spezialität. Das habe ich nie gekonnt. Mensch, da muss ich mal selber schauen. Ja, Ölveränderung. Das ist jetzt das Wichtige. Krude Oil, also das sehr krude Öl. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Das wüsste ich aber mal gern. Extraktor. Ach so, ich bin auch blöd. Ich setze, wir natürlich eine Raffinerie setzen. Miners, nee, Fluid Extra. Hä, wo ist es denn? Oil. Hier, der Oil Extraktor, da ist er doch. Den wollte ich nämlich. End of Ford, weil mir 6 Kabel fehlen. Das ist ja auch wieder. Das sind hier wieder Zustände. Wir stellen jetzt einen Quarz-Oszillator pro Minute her. Juhu.
Habe ich sowas zufälligerweise noch hier im Ersatzteilkasten? Nee, habe ich auch nicht. Das ist ja, das sind wieder hier, was ein Saftladen hier, wo ich hier gelandet bin. Wir sind ein Startup. Ja, aber ich glaube, wir sind kein Startup. Also ich glaube, Fixit ist kein Startup, wenn es Leute auf fremde Planeten schickt, um Ressourcen zu meinen. Naja, so in 300.000 Jahren. Ja. Aber ich glaube, da ist das schon eine ziemlich ausgelutschte Idee. Sagen wir so in 900 Jahren machen wir Startups. Ach so. Und Startups sind auch bekannt dafür, dass ihre Mitarbeiter immer nur mit Geschenkcoupons für ihren eigenen Shop bezahlen. Ja. Das ist natürlich nicht mal besonders gut. Muss ich überlegen, das ist, dann kommt dann wieder die Sklaverei rein. Ach so. Und da bist du schon echt froh, wenn du Geschenk-Coupons bekommst. Ja, was soll ich sagen? Das Geld muss gefälscht sein. Weil musst du selber herstellen, das Geld. Ja? Musst du deine Firma bezahlen? Mit Gold. Ja. Oder eigentlich müsstest du dann wahrscheinlich den biologischen Material verkaufen. Dann haben wir irgendwo hier so eine Kabelfabrik, da haben wir eine Kupferblechfabrik, da haben wir keine Ahnung was. Da haben wir Metallplatten. Da haben wir Kabel. Ach komm, da will ich mal nicht geizen, da nehme ich gleich ein paar mit. Bei dieser eher ineffizienten Fabrik an der Wüste, aber na gut. Der erste Crystal Oscillator liegt auf dem Band. Soll ich über einen Nüsse ein und dann kriege ich keinen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe Hunger. So, ich brauche jetzt. Du brauchst jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich ja zur Wüste bauen. Ja, dann bau doch eigentlich zur Wüste. Oma. Krieg ich denn hier wenigstens? Ja, da krieg ich wenigstens Nüsse von den von dem Nussstrauch, der in der Luft schwebt. Wie es sich ja gehört.
So, dann will ich doch mal hören. Ich kann das nämlich auch nicht transportieren. Hier Production oder wo? Da haben wir den Oil Extractor. So. Gib mir Öl. Und da drüben holen wir auch noch das Öl raus. Oh je. Was oh je? Ja, das will ich auch nicht transportieren. Das will ich auch alles nicht transportieren. Hypertube, das ist das falsche Menü. Ich brauche hier das 6, das 6-mal Menü brauche ich. Soll schon andersrum sein. Das ist die Pipe too long. Das hat gefälligst so zu passen, wie ich das will. Wie konnte man denn nochmal den. Das konnte man doch auch höher setzen. Ah ja, genau. So. Noch nicht hoch genug. Ist mir noch nicht abgehoben genug. Okay, so hoch geht das maximal. So, wir haben derzeit 40 Item Streams. Mhm. Ja, mal gucken. Ich noch mal anders. In der Meinung, wir bräuchten doch zwei mehr. Mhm. Dass wir insgesamt 100 Items streamen könnten. Was mache ich denn da? Das sind Hypertube-Dinger, die will ich nicht bauen. Ich kriege schon richtige Röhren. So. So. Ich habe mal meine Sachen abgelegt. Passt doch gut. Dann bediene ich mich jetzt einmal. Wir werden viele Crystal Oscillator brauchen. Davon ist auszugehen. Wir haben bisher 3. Ja, das, da werden wir in der Tat viele brauchen. Also, ich brauche davon. Also neue Soundtracks eingefügt. Ich meine nämlich, der wäre neu, der hier gerade bei mir läuft. Ich habe gerade ein Reels E in Gewabbel. Ja, dann hätten wir es auch geklärt. Ja, ich habe hier so eine komische, keine Ahnung. Ja, so nicht, aber zumindest sehr, sehr mir nicht bekannte Musik, sagen wir es so. Okay. Gibt es eigentlich was Neues im Marm?
Imam, naja, sie haben ein paar Sachen rausgemacht, jetzt halt die ganzen, die mit Farben zu tun haben. Aber neue werden mir jetzt nicht bekannt. Ne. War wirklich nur Quality of Life, aber war vielleicht auch nötig. So, war nötig, ja. So, dann haben wir hier schon mal die Anlaufstelle für das Öl. Dann werde ich da unten im Tal jetzt meine fette Ölanlage bauen. Während hier oben die Minen sind. Also Minen ist gut, die Öldinger. Keine Ahnung, was der meint, aber gut. Ölextraktoren, sagen wir es so. Da wird jetzt schön Öl gefördert. Hast du eigentlich mitbekriegt, die haben bei den Collisions haben sie ja wohl was gemacht, dass Fließbänder und Maschinen andere Collision-Dinger sind im Grunde. Dass du wahrscheinlich Fließbänder jetzt auch leichter durch Maschinen einfach mal durchlegen kannst. Und nicht immer in der Hitbox da scheiterst. Warum? Naja, das ist doch praktisch. Ja. Das ist, So, jetzt muss ich schon mal wieder meinen Ölwissensstand. Muss ich mal wieder auffrischen. Wie war denn das hier? Ich weiß jetzt nicht, haben wir hier eine Impure, eine Normal oder eine Pure-Ölquelle? Das muss ich natürlich jetzt erstmal erforschen. Das weiß ich ja überhaupt nicht. 60 Kubikmeter pro Minute kriegt man da raus. 60 ist eine Impure. Mal im Ausstand. Okay, dann ist das also die schwächste Form von Öl, die wir hier kriegen. Sieht das hier drüben aus? Hier kriegen wir 120. Das ist also eine Normal. Hier haben wir 120. Das ist auch Normal. Und hier drüben haben wir nur 60, die ist also auch impure. Ah, dass man für alle möglichen Schilder Kristalle braucht, das finde ich auch ein bisschen nicht so gut. Kann ich das nicht mal beschildern, wie ich das will? Also, da haben wir Impure, da haben wir Impure. Das heißt, auf der rechten, auf der linken Seite von hier aus sind sie Impure, auf der Seite sind sie alle Pure. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. So. Dann gucken wir jetzt nach Refinerie. Nicht in der chinesischen Version möglichst. Die mag ich dann nämlich doch eher weniger lesen, weil ich die da nicht verstehe. Das ist jetzt nicht gegen die Chinesen gerichtet, aber wenn ich die Sachen nicht verstehe, dann bringt mir das natürlich nur bedingt was. So, Recipes. So, crude Oil. Kann er 60 pro Minute, 30 pro Minute. Da kann er auch 30, da kann er 60. Manche können sie 30, manche können sie 60. Bedeutet, wenn wir hier 120 rauskriegen, dann können wir eigentlich das alles aufteilen, so wie wir wollen. 30 machst die Yummy draus. Und kriegst auch ein bisschen Heavy Oil raus. Polymerresin braucht 60.
Mal sehen, wo brauchen wir dann noch? Fuel braucht 60. Bei diesem Rezept, und da kriegst du noch ein bisschen Polymer raus. Au. So, dann sagen wir doch einfach mal hier Produktion. Refinerie. Da ist der Eingang. Floor is to steep. Na, dann setzt das halt dahin. Es muss ja nicht schön sein, es muss nur funktionieren. Da nochmal. So, dann haben wir jetzt hier vier Dinger. Und dann wollen wir nochmal schauen, was wir denn da an Rezepten so alles draus machen können. Plastik können wir machen. Kostet 3 Öl und da kriegen wir noch ein bisschen Heavy Oil raus. Oder Residual Plastik können wir auch machen. Mal sehen, Residual Fuel. Da können wir einfach das Heavy Oil können wir zu Fuel machen. Das ist gut zu wissen. Und alternativ können wir auch nur Fuel machen und da kriegen wir dann auch noch das andere Zeug raus. Aber wollen wir Plastik machen mit dem Öl? Jetzt nur mal so als Annahme. Der braucht 30 Staff pro Minute. Da kriegen wir 10 Heavy Oil Residue raus und aus dem können wir ja auch Fuel herstellen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Mal sehen, ein Ding davon. Und da kann man eigentlich ganz viel von machen, ganz einfach. Wir brauchen nämlich in jedem 30 pro Minute. Da kommen jetzt meine Rechenkünste hier wieder zum Tragen. Darf ich dann auch mal fliegen? Ja, ist gerade wieder Autosave oder was? Da haben wir einmal keinen Strom hier. Das kann's. Ja, jetzt geht's. Hat das jetzt auch. Au. Hat das auch gespeichert, so wie ich sage? Ja, hat er. Dann machen wir doch jetzt mal hier den. So. Dann kriegen wir nämlich hier raus. Ja, wie genau, so war das jetzt. Wir haben hier 30 braucht jeder. Und wie es der Zufall will, haben wir hier eine Quelle, die 120 ausgibt. Das heißt, wir können die alle mit einem Rohr bedienen.
So. Ich glaube, aktuell kommen wir auch mit den normalen. Oder wie viel fließt durch so ein normales Rohr? Max Flowrate 300 Kubikmeter pro Minute. Wir haben hier 120 pro Minute. Das reicht locker mit den normalen. Da brauchen wir uns jetzt keinen Kopf drum machen. Das wird funktionieren. So, wenn ich es denn getroffen kriegen würde. So. Und jetzt kann der nämlich hier durchfließen. Dann ist diese eine Pumpe da jetzt verantwortlich für diese ganzen Maschinen hier. Rein rechnerisch müsste das ja passen. So, wir kriegen dann jeweils 10 Schweröl-Kubikmeter pro Minute. Und dann kommt jetzt hier die Refinery wieder hinten dran. So, wie viel brauche ich denn hier, um Residual Fuel zu machen? Ich brauche 60 Heavy Oil Residue pro Minute. Ich kriege raus 10 pro Minute. Das heißt, wir kriegen das nicht mehr komplett effizient hin, aber das muss es ja auch nicht. Das ist eh nur Resteverwertung hier. Da können wir dann noch was anderes dran klemmen, wenn wir später lustig sind. Aber im Klartext heißt das einfach, wir machen jetzt einfach den hier. So. Und schon kann sich der vollfüllen mit Schweröl. Was wollte ich jetzt? Ich passe auf das andere Baumenü, das wollte ich. So, dann machen wir dann nämlich jetzt hier einfach ein bisschen Treibstoff. Und dann haben wir hier ein Öl-Ding schon mal angeschlossen. So, da kriegen wir jetzt nämlich ordentlich Plastik raus. Und das Schweröl, das wird dann hier weiterverwertet zu etwas, was wir auch tatsächlich brauchen. So, der Packager. Für den haben wir natürlich nichts dabei. Wir brauchen Plastik, Gummi und Stahl. Aber Plastik wird ja hier produziert.
Gummi ist natürlich jetzt noch die nächste Baustelle, aber da kümmern wir uns dann auch noch drum. Der ist hier schön am Entleeren des Ganzen. Soweit so gut. Da haben wir nämlich hier jetzt eine schöne Plastikproduktion. Ich habe keine Steelbeams dabei, das ist ja unerhört. Wo habe ich denn die hingepackt? Ah. Ich hier Steelbeams? Nein. Okay, also nimmt den nicht einfach die Encased. Was aber ich auf dem Menü natürlich die nicht habe. Oder ich mache einfach die hier, oder? Brauche ich die überhaupt? Ich glaube, ich kann auch mit den Mark 4ern hier. Das reicht locker aus. So viel kommt da ja nicht raus. Runter. So. Ja, das sieht jetzt nicht schön aus, aber das ist mir egal. Da müsst ihr jetzt mit leben. So, und dann kann das hier irgendwo hin transportiert werden. Logistics. Och, das hat man noch nicht. Ich noch mal einen Mercher. Habe ich den hier irgendwo in einem Menü drin gehabt? In einem meiner zahlreichen Menüs hatte ich doch bestimmt den Mercher. Nee.